Da haben wir eine Sonate, die dem Pianisten zu schaffen machen wird, die man erst in 50 Jahren spielen wird. Ich habe die Hammerklaviersonate 205 Jahre später eingespielt und musste immer noch ordentlich Federn daran lassen. Aber wer, wenn nicht Beethoven, bringt es einem bei, an seine Grenzen zu gehen oder sogar über sich selbst hinauszuwachsen? Für mich ist es schwer vorstellbar, wie der Komponist in seiner damaligen Verfassung so viel grenzenlose Energie, so viel Zusammenhang und alles, was das menschliche Leben bereithält, in dieser Sonate zum Ausdruck bringen konnte. Für mich auf der Bühne war es eine Herausforderung, nach der völligen Versunkenheit im Adagio die Fuge anzuschließen. Ich denke, im echten Leben ist es für ein Individuum genauso schwer, ins Leben zurückzufinden, nachdem es sich völlig in sich selbst verloren hat. Ich habe lange überlegt, welche Werke eine gute Symbiose mit der Hammerklaviersonate eingehen könnten und bin im Nachhinein glücklich über die Wahl der Bagatellen Opus 126, der Variation von Webern und der Variation von Ulrich Kallmeier. Ich finde es generell wertvoll, sich als Interpret mal mit der Komposition zu befassen, sei es auch nur im stillen Kämmerlein und auf ganz bescheidenem Niveau. Allein wenn man sich fragt, wie wäre das Stück geschrieben, wäre es voraussehbar und was hat der Komponist stattdessen gemacht, dann kommt man dem schöpferischen Prozess schon etwas näher. Ich war ganz glücklich, mit Ulrich Kallmeier zusammenarbeiten zu können und gemeinsam die Notenschrift zu dechiffrieren, die an sich als künstlerisches Medium manchmal fast schon unbeholfen wirkt, um die eigentlichen musikalischen Ideen zu transportieren. Hinsichtlich der Webern-Variation konnte ich zumindest über die Anmerkungen von Peter Stadlen einen ganz lebendigen Einblick in die Komponistenwerkstatt erhalten. Zu guter Letzt noch einen kleinen Einblick in meine Aufnahmesitzung. Ich habe den zweiten Satz der Webern-Variation häufig aufgenommen und war immer noch nicht zufrieden. Bin dann auf die Idee gekommen, den Klavierhocker genau auf die Symmetrieachse des Werkes zu platzieren, die in dem Stück eine wichtige Rolle spielt. Das klang besser und ich hatte das gute Gefühl, wie ein Schmetterling die Flügel ganz symmetrisch nach rechts und links ausbreiten zu können und die Töne so um mich herum zu streuen.